Die Arbeit als Verbrecher ist nicht immer ein Zuckerschlecken, aber das merken sie im 3D-Action-Spiel Mafia selbst ziemlich schnell. We got you, you little rat. Mr. Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson, so you remember that it ain't right. Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. In der Rolle des Gauners Tommy Angelo absolvieren sie rund 20 Aufträge, in denen ihr ganzes Können gefragt ist. Denn die fertige Version des kriminell guten Spiels bietet jede Menge Abwechslung. Vor allem geht es natürlich um heiße Schießereien, die sich mit anderen Gaunern, der Polizei oder sonst wem liefern. Dabei ist auch ein wenig Taktik gefragt. Denn in die 30er Jahren Knarren passt nur wenig Munition, sie müssen also immer auf Möglichkeiten zum Nachladen achten. Den feindlichen Wachmann legen sie per Baseballschläger schlafen, anschließend zerdeppern sie die Autos seines Bosses. Dann wieder setzen sie unüberhörbar laut, nämlich mit quietschenden Reifen, Feinden nach und schalten sie aus. Manchmal müssen sie aber auch einfach nur die Beine in die Hand nehmen und flüchten. Hier vor ein paar Killern des Konkurrenz-Mafia-Chefs Morello. Der Weg ist weitgehend festgelegt und bietet einiges an netten Details. Vor allem ohne Geschick am Steuer kommen sie aber nicht weit. Sogar auf einem 30er-Jahre-Rennparcours müssen sie besser als alle anderen fahren, damit ihr Pater die Wetteinsätze gewinnt. Dafür gibt's nach einem harten Arbeitstag aber auch eine Belohnung. Sie dürfen die liebreizende Sarah nach Hause begleiten. Wenn da mal nicht auch eine Überraschung auf sie wartet. Like when he wanted me to drive in the race. Yeah, I saw that. You drove really well.